Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Wenn ich mich heute etwas anders anhöre, dann liegt es daran, dass ich erkältet bin. Ja, ich bin erkältet leider. Ein bisschen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie schwach oder so. Ist halt nur, dass ich mich ein bisschen anhöre. Ach Gott, anhöre als sonst. Aber sonst ist alles normal. Wie immer, also, na gut. Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer heute das Haus der Davesons bewohnt. Ich habe da drin nichts zu suchen. Er hat jetzt mal, okay. Muss er so oft anklicken, bis er nichts mehr zu sagen hat. Privathaus? Es macht niemand auf. Dann ist wohl niemand da oder kann er Bock aufzumachen? Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht ist niemand zu Hause. Okay, du musst alles mal dreimal anklicken. Die Tür ist abgeschlossen. Auf dem Schild steht: Bin gleich zurück, Murray. Na, ganz toll. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Hier ist nichts von Interesse. Das Geschäft ist geschlossen. Das Geschäft ist geschlossen. Okay, hier sollte immer wieder das Gleiche. Gucken wir uns hier das Gebäude noch an. Nee, die Mülltonne, Müll. Wir gucken in den Müll. Alte Pappkartons. Feucht vom Regen. Hier wirft Murray vermutlich alles weg, was er nicht mehr braucht. Achso, willst du da nicht Müll rumwühlen, oder wie? Guter Mann. Murray kauft und verkauft alles, was Gewinn bringt. Ja, ist normal, ne? Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Okay. Überhaupt nicht mehr interessiert hier an Emilio Creek, ey. Na gut, dann untersucht das den... Das ist schon unter Wasser, lol. Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Ja, ist voller Leck drinne. Na gut, und jetzt war's das, oder? So, wo soll ich jetzt hin? Ich will noch nicht gehen. Ist ja gut. Das Geschäft ist geschlossen. Ja. Scheiße, das Geschäft ist geschlossen. Ganz toll. Gehen wir mal zum Pub und gucken mal, ob wir dann Informationen bekommen, wann Murray denn zurückkommt. Oder Wick, weißt du was darüber? Leihhaus. Wick, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Toll. Thank you.
Verdammt! Was war das? Was ist das hier? Ein Ball? Vic! Ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Warum wohl? Guck mal, wir gehen mal in den Pub rein. Reden wir mit Harry. Vielleicht will er uns ja was sagen über Vic. Was darf sein, Sir? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sicher, fragen Sie schon. Leihhaus. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Okay. Hallo, Sir. Wollen Sie sich dazusetzen? Nein, ich kann wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin es gewohnt, allein zu trinken. Dann bis später. Bis dann. Dann können wir Willow Creek jetzt auch verlassen. Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Lecker. Schweinschulter nach Wildhüterart. Auch gut. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Vielleicht esse ich später etwas. Es wäre ein guter Ort für mich, dann könnte ich schön lecker was essen. Ah, und leckeres, was für ein Rehgeschätzeltes, ne? Oder mit Sahnensoße? Hm, noch. Okay, können wir jetzt auch hier hin? Ja, tatsächlich, geil. Die Pfarrkirche von Wormhill. Ah, da ist irgendjemand. Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Naja, noch nicht. Wir müssen erstmal gehen, weil hier irgendjemand ist. Das höre ich doch. Wundert euch nicht, ich muss immer mal zwischendurch ausschnauben. Ein bisschen doof gerade, aber... Sollte nicht allzu oft vorkommen, aber... Wie gesagt, ich wurde mehr oder weniger sogar, wenn man so will, angesteckt. Deswegen bin ich krank geworden, naja. Wie es halt so ist, ne? Kennt man ja bestimmt immer von sich selber. Irgendjemand ist krank oder wird krank und dann überträgt er das auf dich. Geile Sache immer, ne? Totengräber, lass uns weiter reden. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja, Zeit ist mir scheiße, ich glaube, du Zeit hast, du redest mit mir. Ich finde, der Sam bekommt also wie so ein Kommissar rüber. Das sabbelt im Leben. Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Auf jeden Fall hat er ein gutes Namensgedächtnis, das will ich mir niemals merken. Kirche von Wormhill. Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme.
Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemandem davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Pater Frederick. Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Waise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Danke. Totengräber. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Gott, aber je mehr Antworten ich bekomme, desto mehr Fragen hat man ja gleich. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut, danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Kirche? Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen.
Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Okay. Na gut, dann haben wir wohl nichts mehr zu tun, würde ich sagen. Dann ist es vorbei. Wenn ich in die Kirche nicht reinkomme, dann... Dann war's das. Ich kann jetzt nicht gehen. Okay. Dann versuchen wir mal, die Kirche zu betreten. Die Kirche ist abgeschlossen. Ich kann jetzt nicht gehen. Achso, okay. Die Kirche ist abgeschlossen. Können wir auf die Friedhöfe zum... Achso, man kann aus dem Friedhof. Ah gut, dann gehen wir nach dem Friedhof, das ist natürlich gar kein Problem. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Ah, wie schade, zu Williams Grab. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Das ist Williams Grab, oder? Ja. 1903 bis 1981. William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle muss... Das Grab von Jeremy Gordon. Jeremy Gordon, okay, und... Weißt du, wir gehen jetzt wieder zum Friedhof, weil... Ja, dann... hier haben wir einen alten Baum. Mal rausfinden, wo wir auch mal gucken können. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Ich kann jetzt nicht gehen. Immer noch nicht. Du willst natürlich nur hier bleiben. Aber was tust du hier? Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Hier ist nichts. Verdammt, nee, auch nicht. Nee, hier ist irgendwie auch nicht. Was können wir da? Vielleicht müssen wir nochmal mit ihm reden. Also ich weiß nicht, glaube, warum sollten wir mit ihm reden? Aber wir können es mal versuchen. Ja, die Kirche kann man nicht betreten, das ist ja, das geht ja nicht. Hier sind auch die da Raben, die kreisen hier umher. Genau wie bei William. Darf ich sie stören? Ach, müssen wir dann nochmal mit ihm reden, okay? Nur kurz, ich habe viel zu tun. Pater Frederick. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Windshire hierher.
Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Hoffentlich findet er das auch. Und ich will sagen, Leute, wir machen hier einen kleinen Cut und im nächsten Part geht's dann weiter mit Let's Play. Black Mirror Dunkelspiel der Seele. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.